So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Euer von Bergen ist wieder am Mikrofon, aber auch in der Kamera. Ich begrüße euch, Fußball und Transfer Talk vom Allerfeinsten. Und wir unterhalten uns heute ein bisschen über die Champions League und natürlich auch über den 5. Bundesligaspieltag. Beziehungsweise, ich habe meine Tipps vorbereitet für euch. Also, wie ich tippen werde, die letzten waren jetzt nicht so souverän, aber zumindest habe ich mir ein wenig Gedanken gemacht und schau mal, wie der 5. Spieltag über die Bühne gehen könnte. Gut, wir fangen gleich mit dem harten Thema an, würde ich sagen. So ist auch der Titel der heutigen Folge. Es geht um die Polizeigewalt. Beziehungsweise das Einschreiten, das etwas überzogene Einschreiten der griechischen Polizei gegen die Bayern-Fans beim Spiel Olympiakos Piräus gegen den FC Bayern München. Packen wir gleich mal so nebenbei das sportliche Ergebnis noch rein. Ne? Die Bayern gewinnen 3-0, alles soweit in Ordnung, aber im Vorfeld war ja schon diese Szene, so muss man sie nennen. Es ist einfach eine Szene gewesen zwischen, schätzungsweise, wenn man mal runterzählt, so 20, 30 Polizisten und circa in so einem Block, was werden da drin sein, vielleicht 1000, 2000 Fans. So, und die haben sich nur mal bekappelt, die Fans haben provoziert, haben sich vermummt, haben Stühle rausgerissen, haben die auf die Polizei geworfen. Die Polizei kann nicht ausmachen, wer hat die jetzt geworfen und prügelt dann mal so ein bisschen auf sich, ja, auf lustig, komm raus. Prügeln sie los. So, jetzt ist natürlich das große Problem, wenn jetzt die ganze Thematik mit Griechenland nicht wäre und wenn wir sowieso nicht momentan in so einer sensiblen Situation wären mit diesen ganzen Flüchtlingsdebatten und das alles, was dazugehört, wäre das, glaube ich, ein Thema, das würde man gar nicht so lange ausschlachten, beziehungsweise man würde es nicht so pauschalisieren, wie es momentan gemacht wird, und das finde ich einfach falsch. Man muss es wirklich da lassen, wo es ist. Das sind 2000 Fans, ein Teil davon hat sich beschissen verhalten, die Polizei hat sich beschissen verhalten und das war's. So, das müssen die jetzt untereinander ausmachen, wenn es dabei eine Strafe gibt, aber warum muss man da jetzt da diverse politische Themen aufmachen oder dergleichen? Also, ich find's überzogen, ich find auch viel Griechenhetzerei dabei, also ich find das undankbar teilweise, wie da mit den Leuten umgegangen wird oder beziehungsweise wie denn da eine Nation defamiert wird, nur weil da ein paar Polizisten ausgerastet sind. Deswegen, ich würde sagen, immer schön die Kirche im Dorf lassen. Das waren ein paar Fans. Man sieht es ja auch in den Videos. Die sind ein bisschen ausgerastet. Die Polizei ist vielleicht nicht ganz so gut ausgebildet wie die deutsche Polizei. Wenn man sich teilweise die 1. Mai-Ausschreitungen in Berlin anschaut, dann fragt man sich auch, wer ist jetzt gut ausgebildet? Da sind auch ein Haufen Vollidioten, die die Stadt auseinandernehmen und die Polizei versucht zu deeskalieren, aber manchmal ist Deeskalation auch zu viel des Guten und man muss dem einen oder anderen vielleicht wirklich mal eins vom Latz geben, damit er merkt, er kann nicht einfach fremde Sachen kaputt machen. So viel zu dem Thema, wollte ich ganz kurz festhalten. Und dann kommen wir zu den Spielen natürlich. Wolfsburg gewinnt gegen ZSKA Moskau, hätte ich gar nicht erwartet. Muss ich echt sagen, Moskau ist gut in die Saison gestartet, aber gegen Wolfsburg dann einen überragenden Draxler, der das 1-0 gemacht hat. Ganz starke Leistung. So, Gladbach verliert erneut gegen FC Sevilla, war zu erwarten, war auch mein Tipp. 3-0 habe ich gesagt, wenn sie nicht aufpassen, so ist es auch gekommen. 3-0, vom Spielverlauf her war schon ein bisschen kurios, viele Elfmeter, damit hätte man jetzt nicht gerechnet, aber ansonsten denke ich mal, es geht von der Form aktuell einfach in Ordnung. Gladbach zurzeit einfach in einer Krise, so kann man sagen. Ansonsten Leverkusen mit Chicharito souverän gegen Bartó Borisov. Ein toller Auftakt für die Leverkusen. Es ist auch ganz wichtig, dass man solche Spiele gewinnt, denn die sind auch nicht selbstverständlich. Es ist immer schwer, so einen Gegner einzuschätzen, aber sie haben es wunderbar gemacht. Und die Bayern, ja, wie gesagt, 3-0 gegen Olympiakos Piräus. Haben sich ein bisschen schwer getan, aber haben es am Ende dann doch hinbekommen. Und ja, dann auch standesgemäß 3-0 gewonnen auswärts gegen Olympiakos Piräus. Kommen wir zu meinen Bundesliga-Tipps. Liebe Leute, da wollte ich ganz gerne mit euch noch reingehen. Und zwar, wie sieht's denn aus? Mainz gewinnt am Freitag gegen Hoffenheim mit 2-1. Ja, ich finde die Mainzer momentan wirklich stabil. Die machen, die haben ein gutes Standing und zu Hause sollte das gut funktionieren. Die Hamburger mit einem überraschenden Auswärtssieg letzten Spieltag gegen Gladbach. Ich denke aber Frankfurt mit dem neuen Alex Meyer, mit dem starken Meyer, die machen das. 2-1 gewinnt Frankfurt auswärts gegen den Hamburger Sportverein. Wolfsburg gewinnt standesgemäß zu Hause 2-0 gegen Hertha BSC Berlin. Und die Bremer gewinnen gegen Ingolstadt. Mit Pizarro wollen sie in die Champions League oder Europa League. Mal gucken, ob das klappt. Ansonsten die Gladbacher, ich habe mir jetzt gesagt, irgendwann müssen sie ja mal gewinnen. Deswegen, das ist einfach mein Standard-Gladbach-Tipp zurzeit. Sie müssen ja irgendwann mal gewinnen. Wäre natürlich super. Also dann wäre es wirklich schon eine reine Katastrophe, wenn sie an diesem Spieltag wieder verlieren sollten. Die Bayern schwierig einzuschätzen nach dem Spiel gegen Olympiakos. Sicherlich nicht mit voller Kapelle, beziehungsweise auch ein bisschen kräfteschonend. Ich sage aber trotzdem 4-0 gegen Darmstadt auswärts am Böllenfalltor. Ansonsten gewinnen die Schalker ganz stabil zurzeit unterwegs. 2-1 gegen VfB Stuttgart. Wie gesagt, gutes Spiel gemacht in der Champions League. Ich sage 2-1 und die Dortmunder
wie ich schon auch im letzten Spieltag gesagt habe, momentan die spielstärkste Mannschaft der Bundesliga. Gewinnt 3:1, noch weiß ich das Ergebnis nicht, wie sie spielen in der Europa League, abwarten. Aber ich denke, das wird auch ein Selbstläufer, beziehungsweise ein gutes Los für die Dortmunder in der Europa League. Das sehen wir dann. Ich sag, Dortmund gewinnt 3:1 gegen Leverkusen und Augsburg gewinnt zu Hause gegen Hannover 96. Wichtig, liebe Leute, was mir auch recht spät erst aufgefallen ist, es gibt kein Samstag-Topspiel. Das heißt, Samstag 18:30 ist kein Spiel. Das ist ein bisschen schade, wie ich finde. Komisch. Gut, aber wir sehen uns natürlich hier oder heute Abend im Livestream einschalten. Wir spielen die Bundesliga-Prognosen und geben Gas. Da spielen wir fleißig durch und gucken mal, was passiert und gucken parallel so ein bisschen in die Europa League, was da so am Start ist und wer die Tore macht. Also bis dann, liebe Leute. Ich wünsche euch was und bleibt friedlich. Bleibt friedlich und ja, ärgert nicht die Polizei. Zumindest nicht die in Griechenland. Die haut zurück. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.